Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. Letzte Folge habe ich gesagt, dass ich die Superbälle hole. Habe ich jetzt gemacht. Gab ja in dem Laden hier keine. Und dann werde ich jetzt wohl versuchen, dieses Pokémon zu fangen. Ich habe Arcani von. Das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Okay. Leister. Austausch, genau. Das ist ja lila. Und blau, glaube ich. Wie gesagt. Typ Eis scheint es zu sein. Typ Eis wäre eher nicht so cool. Ich habe schon das Typ Eis. Das ist nicht mehr Typ Eis. Das ist ja eigentlich Typ. Wasser. Wassereis. Wenn wir immer noch Eis gelassen hätten, wäre natürlich. Nicht so cool. Aber Kabuto hält sich gut. Ich denke, ich werde jetzt noch einen. Ja, vergessen wir das. Hä? Okay. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe zum Glück vor der Folge gespeichert, das ist so schlimm, weiß ich nicht. Wenn das Spiel abstürzt. Okay. Ich kann es ja mal probieren. Superball. Fällt mir ein, dass ich das speeden wollte. Muss mich das selbst auch erstmal dran gewöhnen. Und das ist drin. Nice. Kleuster. Nochmal Radplatz natürlich. Nö. Kann ich hier direkt mal angucken. Irgendwie geht es jetzt natürlich weiter. Aber als nächstes ist erstmal die Arena dran. Hat niemand gemerkt? Level 27, ja. Nee. Summary. Eiselektro. Warum hat der gleich zweimal Eis gemacht? Übrigens bei Tropius hängen ja normalerweise da Bananen unten dran. Jetzt ist das ein Stein. Finde ich lustig. Nächste Arena. Ist wahrscheinlich eine Eisarena. Die man, ich denke, ganz gut erkennen kann. Sieht so aus. Gegen Eis habe ich natürlich Arcani. Sonst nichts eigentlich. Ich gehe nochmal schnell heilen, habe ich vergessen. Yes. Und jetzt kann es losgehen mit der Arena. Warum steht er jetzt so rum? Keine Ahnung. Surfer, nein. Switch. Ja, na dann los. Der hat natürlich wie immer nichts Besonderes zu sagen. Bin das Surfer. Und das war's schon mit dem Typen. Warum ist das gerade rosa gewesen? Und oh, Critical Hit. Nice. Und dann geht's zu ihm. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn ich du wäre, würde ich aufhören mit diesem dummen Abenteuer. Clean ist ein Monster, er ist auf Blut aus und... Und manche sagen, er hat keine Seele. Dieses Tyrann-Pokémon sind seine Test... Diese Tyrann-Pokémon sind seine Testsubjekte. Und die, die du gesehen hast, waren die Schwachen.
Nick, ich werde dich aufhalten und dich zurück, weinend zurück zu deiner Mami senden, schicken. Bereite dich auf irgendwas mit meinem Eis-Pokémon vor. Und schon geht's los. Oh, er hat auch so ein Teil. Nein! Ich versuche trotzdem mal drin zu bleiben. Man sieht halt, dass ich ziemlich underlevelt bin. Ich sag das zwar gefühlt in jedem Projekt und jeder Folge, aber es ist halt so. Es ist jetzt nicht der spannendste Arena-Kampf. Oh. Ich werde dich wohl kurz opfern müssen. Und dann kann ich auf Tropius gehen. Was ich aber in erster Linie wegen Toxin mache. Warum macht der Headbutt? Er könnte mich mit einem Schlag besiegen. Ja. Hat er jetzt auch gemacht. Pikachu vielleicht. Nice. Jetzt muss ich bloß nicht so lange aushalten, bis die Vergiftung ihn curse. Oh. Was? Das kann nicht sein, oder so ähnlich. Du magst mich besiegt haben, aber du wirst niemals Queen besiegen. Aha. Auf Wiedersehen oder so. Ich sollte echt. Ich habe jetzt schon zweimal nachgeguckt, was Farewell heißt. Ich habe es jedes Mal vergessen. Aber kann man nichts machen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nach der Folge nochmal nachschauen. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Also, mein Team ist jetzt, naja. Was geht da oben lang? Nix, kommt man nicht ran, okay. Route 6. Oh Mist. Achso, das ist der Typ Flug. Da renne ich lieber. Und es gibt Doppelkampf. Das ist jetzt eher nicht so gut. Lol, wie viel es einfach abgezogen hat. Und das war's mit der Weiterentwicklung von Priscilla. Und das war's mit Priscilla. 12.000, Junge, wie viel? Lol. Ich würde gerne noch den Typen da unten besiegen. Nein. Battle me. Schon wieder Doppelkampf. Wieso rechne ich eigentlich nicht mit sowas? Donnerschock. Ist wahrscheinlich besser. Das könnte sogar was werden mit Pikachu und Kabuto. Mache ich es einfach so. Wahrscheinlich wäre Wallout jetzt besser gewesen.
Mist. Sende ich einfach mal Tropius raus. Da gehe ich lieber noch mal heilen. Zack, zack, zack. Und dann hier lang wieder. Und da oben geht's ja auch lang. Oh, hier gibt's sogar direkt dieses Teil. wo fällt man da hin? Nirgendwo. Okay. Uff, was ist das? Haben wir das gerade gesehen? Wie der Typ einfach gerannt ist. Ja. Oh, das könnte. Ja, komm, mach weiter, geh weiter auf Kabuto. Mist, yes. Also, Mist, dies war die Attacke. Nein, bitte Pikachu, komm. Yes. Protect, nein. Crunch. Nein, Pikachu ist tot. Naja. Tropius. Spannender Kampf. Weil die Musik die ganze Zeit. Bitte. Bitte. Die Frage ist, ob die jetzt gegen mich kämpfen oder. Ne. Ne, du bist wirklich unser Held. Sie geh vor und schalte clean aus. Das ist das Zeichen unserer Anerkennung. Achso, das ist jetzt der Weg. Hey! Werde ich hingesendet? Professor Oak? Also Professor Eich? Du hast schon 4 von Cleans untergeordnet, keine Ahnung, besiegt. Bitte hilf uns. Geradeaus ist ein Turm und auf der Junge, was wird das? Auf der Spitze ist ein rücksichtsloses Pokémon, das uns terrorisiert, unsere Stadt terrorisiert. Bitte besieg es. Ich würde gerne erstmal ein Pokémon Center aufsuchen. Und das befindet sich hier irgend genau hier. Die Frage ist, ob ich jetzt noch irgendwas anfange. Ich glaube, ich werde mich in der Stadt umsehen. So, ich fange ein bisschen hier an. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier hinten ist nichts. Hier ist was. Okay. Wer ist das? Es sieht so aus, als würdest du immer noch nicht genug essen. Hier, nimm das. Damit kannst du ein paar größere Fische fangen. Vielen Dank, die Angel. Okay. Dann scheint hier irgendwas Besonderes zu sein. Ah. Das ist ja jemand. Nilk, bist du das wirklich? Ich habe so viel von dir gehört, Nilk. Du musst uns helfen. Clean hat unseren Psychoturm und übernommen und ich habe Angst, dass er als nächstes zu meiner Villa oder so kommt. Nimm das, hoffentlich hilft dir es dir. Wird dann versuchen, Clean
zu besiegen. Okay. Ah. Er steht dabei. Und hier als letztes. Okay. Okay, ich habe jetzt irgendwas Besonderes erwartet, aber da lag ich falsch. Das war's mit dieser Folge Pokémon Advance Adventure. Und tschüss.